Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pros Dominator 11 oder 11 mit einem Thema, das wir in Satterwald nicht mehr gesehen haben, nämlich Satella Knights. Deck, das halt darauf baut, immer wieder von verschiedenen Positionen die Karten herzuholen, durchzuloopen, zu suchen und den Gegner mit allen möglichen Control-Fallen-Karten sowie zig verschiedenen Revives gehörig auf den Sack zu gehen. Signature-Karte, der Trigger, der alles zurück auf die Hand schmeißt. Dann schauen wir mal. Und da sind wir leider immer noch ohne Ton. Ey, oder wir zum dürfen Glück. Anfangen. Liegt im Auge des Bild, das ist ein Blatt. Ey, DNF Set 3 Go. Ey. DNF es hätte auf, durch Alter, den Krieger noch besser werden können, aber... Es ist grundsolide, wobei, würde ich mal ist sagen. Hier überhaupt ein Ding drinne? Egal, wir hätten auf jeden Fall gerne mal den da. Alter, ihr, danke. Du hast Assassin's Creed gespielt, kann man den Namen vergessen? Ich habe das Thema ewig nicht gespielt. Aber das war tatsächlich der einzige Name, der mir nicht auf Anhieb eingefallen ist. Die anderen sind klar. So, jetzt sehen wir gleich, ob wir haben. Wir haben. Außer, was wolltest du suchen? Ah, nee, Quatsch, wir hätten First Turn die Boguska natürlich gebaut. Ja, bescheuert. Davon gehe ich ja aus. Welches hast du denn gemeint? Den... Bujin. Den man stand früher immer, genau, Tsukuyomi, den man früher immer First Time gebaut hat, aber. Ja, aber dann kam das dämliche Tapir raus. Hi? Du hast kein Monster auf dem Feld, Kumpel. Und wenn der jetzt kein Cyber. Oh. Natürlich. Wir können nichts anchainen, also, ja. Wir werden mal alles bis auf. Was können wir denn loswerden? Was wollen wir denn behalten? Ja, eigentlich den. Na gut, den App haben wir noch einen. Wir haben halt den nächsten Zug einen schwächeren. Eigentlich eine Storming Mirror Force dann. Oder ein Strike. Nee, ein Strike. Ich hasse die Karte. Das Problem ist eigentlich nicht die Karte selber. Das Problem ist immer nur, dass ich immer nicht auf dem Schirm habe, drum rumzuspielen, weil die Karte keine Sau spielt. Links bei das okay. Ja. Ja, weil sie im Second Turn halt nicht so wirklich toll ist. Im First Turn halt nicht so wirklich toll ist. Auch okay. Nächster Linksballer, Fragezeichen. Jo. Auch okay. Noch ein Ojama kann nicht kommen. Na? Decode? Nee, Proxy. Klar, logisch. Auch okay. Was hat der gerade vor? Also, wenn uns unsere Trap rausbait-Geschütze auffahren, weil bis jetzt normal wir einfach den DNAP und latschen drüber. Ja, ich würde sagen, bleib dabei. Normal DNAP-Angriff. Und such einen, wie heißt er? Vega. Genau. Hallo, Ibims. Dann Rums und Go. Ach ja. Ob wir vorher ein Maxi gedroppt hätten. So, also im Moment ist er effektiv minus 2 gegangen. Ja, er hat uns minus 2 gehen lassen und ist dann selber wieder minus 2 gegangen. Nee, wir sind das. Wir sind erstmal plus, wir sind auch plus gegangen. Ja. Deswegen sind mit wir auch zwei gerade plus DNFs. 1 über ihm. Dann go. So, so, jetzt muss er mal zusehen, ob er jetzt nochmal andere Geschütze auffahren kann. Hi! Das war jetzt nicht ganz die Karte, die ich erwartet habe. Sollen wir Maxine? Für die dritte Linksbeiner? Oder? Nein. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht.
Hi. Hi. Ja, das ist okay. Was ist das? Jetzt. Darauf würde er jetzt allerdings gerne mal ein Maxi kassieren. Jo. Das würde... Wir haben Okay, nur noch... jetzt müssen wir legit ein bisschen aufpassen wegen Strike. Wenigstens kann jetzt kein Struggling Battle mehr kommen. Weil wie gesagt, egal was er holen kann, wir haben noch den Strike. Und eine Extra-Zone Ja. frei. Das wird ein Firewall Dragon. Das ist ein komischer Skin. Ich glaube, der... Was ist das für ein komischer Skin? What the fuck? Ich glaube, der möchte gerne mal... Warte mal. Den können wir actually... Wir lassen die Summon mal durchgehen. Wenn wir den Effekt aktivieren, können wir das immer noch striken. Stimmt, weil so ziehen wir noch eine Karte. Ach ja, OCG, da war was. Guten Abend. Das ist okay. Bisher sieht der Plan aus, dass wir einfach im nächsten Zug auf den Trevor gehen. Ja. Und bislang wirkt es nicht so, als ob sich an dem Plan großartig was ändern würde. Er kann auch eine Karte setzen. Wie gesagt, ich auch bislang. Nein, es setzt keine. Ja gut. Mega, Alter, ihr D-Nap. Ja. Into nächste Alter, hier würde ich sagen. Ja. Er wird dann irgendwann den Firewall Dragon aktivieren, dann striken wir ihm das und dann passt es. Nein, bitte nicht striken. Nein. Also ja, Effekt und nein, nicht Nein, nicht striken. striken. Ja, Effekt, nein, nicht striken. Das ist so blöd. So, nächstes Alter, hier würde ich sagen, ganz einfach. Ja, natürlich. Wir haben auch noch eine Rota, also von daher können wir uns... Aber die aktivieren wir jetzt noch natürlich nicht. Natürlich nicht, die sucht, warten bis wir sie brauchen. Wir gehen jetzt einfach einen Dener bauen. Wir warten bis... einen Trevor bauen. Wollte gerade sagen. Die Rota heben uns wir dann auf, wenn wir sie brauchen und holen uns dann, was wir brauchen. Mhm. Ah, der gibt uns ja auch nicht zu. Ja, easy, dann nutzen wir die. Nehmen wir die. Wir Nein, nehmen nicht striken. Geld an. Nein, nicht striken. Okay, oh. Dann hat er ihn. Dann hat er ihn wieder. Dann verliert er noch eine Karte aus seiner Hand. Den er fliegt weg. Oh, das war ein Volltreffer. Dann Angriff, Set, go. Set 4, würde ich sogar sagen. Ja. Wobei, nee, Struggling Battle ist eine Sache. Struggling Battle ist eine Sache. Stimmt, der hat schon eins geschafft. Ich möchte das nicht nochmal kassieren. Ja, wir setzen nur zwei. Wobei, setzen wir, ja, er hat eben nichts gesetzt. Wie groß ist die Chance, dass wir den da setzen können? Wir setzen... Ich glaube nur den Strike. Deswegen setzen wir den Duster, weil der ist uns scheißegal, wenn er nochmal einen Struggling Battle hat. Deswegen setzen wir Strike und Duster. Ja, gut. Und go. Und wir haben auch einen Trivia, also so schade ist es um den jetzt auch nicht. Den würden wir trotzdem wahrscheinlich sogar liegen lassen, wenn er jetzt noch einen Struggling Battle hat. Ja, eins ist ja schon raus, um sie jetzt gerade getopdeckt haben, das nächste. Siehste. Nice. Machen wir gleich noch eins, würde ich sagen. Da machen wir noch eins. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Das kann aber auch sein, dass das ein Standardname ist. Kann auch sein. So wie P1. Ha! Das ist ein Blatt! Normal Summon Z4 Go. Easy! Hallo, alter ihr. Wird das überhaupt alter ihr? Das wird ein Unuk. Stimmt, wir haben eine Drachenoase, da wäre Unuk sinnvoller. Nevermind. Okay. Dann Z4 Go. Bleibt dabei. Ja. Diesmal haben wir auch Asumina das Struggling Battle zu annullieren. Arschloch. Und wir können auch gleich in so einer Drawphase den Dingens eigentlich flippen. Den Antispell? Mhm. Ja, natürlich. Volle Gönnung. Und Arschloch. Nicht, dass der noch ein MST oder sowas auf der Hand hat. So. So, Kollege. Genervt haben wir ihn? Jetzt muss er zurücknerven. Jetzt muss er noch zurücknerven. Ja. Mal gucken, was er überhaupt spielt. Das wissen wir bisher noch gar nicht. Bisher haben wir nur die Ash gesehen. Mhm. Bäh. Hi. Aber der braucht Spells. Das stimmt, der braucht Spells. Warte mal. Wollen wir ihm das eventuell... Wir müssen sowieso vor der Battle Phase machen, weil dann ist der den jetzt sowieso weg. Dann tschüss.
Warwatch ist gar nicht mal so schlecht. Weil er kann sein Fieldspell jetzt nicht machen, muss alles setten. In seiner Draw-Phase, ja, End of Turn kommt er mal wieder. Mit der hier. Ja. Nein, nichts einketten. Und jetzt der Arbeiter bitte der Unok. Ja. Das ist nicht noch eine Ash. Nee, Quatsch, kann er gar nicht, oder? Nee, aber das kann er machen. Dann halt er hier. Dann halt er hier. Dann halt er hier. Wobei, warte, wir haben noch den Call. Nee, Unok und der schmeißt einen Alkair weg. Genau. Easy. Das war der Unok. Ja. Easy Game, easy life. Nein, ist der Once per Turn Effekt. Ja, gut. Dann sucht er jetzt mit dem DNF die Vega, würde ich sagen. Ja. Ja. Das ist jetzt das Mords Greedy Play. Er hat halt eine Setcard. Wenn da alles stimmt, dann passt alles. Das war nicht unbedingt die beste Formulierung. Nichtsdestotrotz entsprach es den Tatsachen. Und du hast jetzt gerade gefailt. Wir wollten Vega reinlegen. Nein, ich wollte mit dem jetzt wiedergeholten den Vega suchen. Ich hätte jetzt Vega reingelegt. Für maximale Gönnung. Aber gut. Dann gehen wir halt jetzt einen Vega suchen. Boah, Alter! Oder auch nicht. Dann gehen wir jetzt einen Trivor bauen. Warte, erst gehen wir angreifen. Wobei. Nein, nicht an der Liter. Wir sind hier gerade so meilenweit vorne. Eben, am Ende liegt da irgendein Scheiß. Das bisschen mehr Damage, auf das verzichte ich lieben gerne. Ja. Und Strike! Ho, Alter! Jetzt wäre aber Polen offen gewesen, wenn er jetzt noch einen Strike gehabt hätte. Nee, und also, da ist er weg. Komm schon. Ja, gut, dann ist. Dann Doppel-Ash und ein Ogre, Arschloch-Hitler. Yo. Aber der alte Spellfrackers hat ihn ganz gut abgefuckt, behaupte ich mal, zusammen mit der Sternnova. Ja. Und bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben dreimal Unok, dreimal Altair, dreimal Deneb, einmal, wie heißt das inzwischen, Alsam. Ich bin noch als Charme im Kopf. Zweimal Vega, Maxi, Rota, zweimal Pot, Soul Charge, zweimal Storming Mirror Force, zweimal Heavy Storm Duster. Torrential, zweimal Lost Wind, zweimal D-Barrier, zweimal Oasis, zweimal Chain, zweimal Antispell, dreimal Call of the Hunted, zweimal Strike, zweimal Alpha und eine Warnung. Also man muss natürlich mal sagen, dass der Pot hier schon echt gefährlich ist in dem Deck, weil dadurch, dass du keinen Emerald mehr hast nach TCG und also wenn du hier den Spaß nach TC gespielt hast, also kein Emerald und kein, der Topf, der fünf wieder reinmischt und zwei zieht. Jar of Avarice. Genau. Pot of Avarice. Jar of Avarice war die erlaubte. Genau. Da du die beiden nicht hast, kannst du dir Pot fast nicht leisten, weil du brauchst zumindest alle drei Altairs, die im Deck sind. Das auf jeden Fall. Du kannst dir nicht leisten, auch nur einen Altair zu verbannen. Und eigentlich willst du auch zwei Vegas haben. Das ist. Wenn Unuk wegfliegt, sei es drum. Das ist eng. Ich würde außerdem considern, ein paar Handtraps noch zu spielen, weil du spielst keine Demise, also warum keine Handtraps? Ich würde vermutlich die Heavy Storm Duster sind halt eine sehr gute Kombination mit Anti-Spell, das muss man dazu sagen. Da würde ich aber drei von spielen, also drei, oder nee, zwei Anti-Spells lang. Ash, hast du ja schon gesagt, hast du wenig Geld für. Was nachvollziehbar ist. Ach ja, stimmt. Stimmt, hat er gesagt. Dann ist das mit den Handtraps schon schwieriger, weil Ogre ist nicht so die beste Handtrap, die auf diesem Planeten. Zumindest nicht hier, die haben andere Sachen. Also wenn du vorhast, das Deck in der Meta zu spielen und noch ein bisschen Geld über hast, dann könntest du dir drei Cherries holen und das Spiral Fee ins Extra-Deck tun. Und wenn dann der Spiral-Spieler anfängt abzugehen, droppst du Cherry und knallst ihm die Double Helix aus dem Extra-Deck raus. Cherries und die Double Helix sollten alle kennen. Das ist eine Möglichkeit. Ich zeig's dir trotzdem kurz. Die andere Möglichkeit ist, dass du Draw and Lockbird spielst.
Weil gegen Spiral brauchst du Drone and Lockbird. Beides, also das sind die durchaus considerable. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich hier sehe. Aber das würde ich auf jeden Fall spielen. Du hast im Extra-Deck ja schon diese dämliche Quickspell da. Nee. Zwei daneben. Danke. Genau. Aber Drone and Lockbird tut das besser. Weil den kann man auch First Turn abschmeißen, wenn beim Gegner Party hard ist. Sucht er sich zwar eine Karte, aber verglichen mit dem, was Spiral sich sonst durchsucht, ist die eine Karte doch verkraftbar. Ja, du brauchst den Schmarrn einfach. Ja, ob die Storming das ist, wo du sein möchtest, weiß ich nicht. Also ich glaube, Quaking bringt nichts, weil dann buckst du das ganze Board zu und dann bounce du es doch wieder. Dann kannst du auch gleich Storming spielen. Ja gut, stimmt auch wieder. Es geht nur darum, dass gerade Spiral, und ja, Spiral ist hier immer die Referenz, weil 95% der Top-Decks in Spiral, ist nun mal so. Die bauen ziemlich viele Main-Deck-Monster. Da schießt du ihm eine Helix ins Extra-Deck zurück und der Rest geht einfach wieder auf die Hand, der droppt nächste Runde wieder. Bis auf die eine halt, die Triver wegschießt. Da könnte man könnte überlegen, eine Rippling zu spielen. Allerdings brauchst du dafür ein leeres Feld. Mit der Idee, dass du die Sache ist halt, du wirst nicht viele Monster auf dem Feld haben. Sprich, nach dem ersten Angriff vom Gegner ist wahrscheinlich dein Feld bereits leer. Sprich, Rippling ist live. Ja. Auch mit einem P. Drowning. Ah ja, stimmt. Die wurde ja auch umbenannt. Genau. Die würde ich überlegen. Ja, also, spiel Drowning statt Storming. Und sieh zu, dass du noch ein paar Handtraps reinkriegst. Ash ist natürlich die beste, braucht man nicht drüber reden. Aber ist halt teuer. Ja. Und dann tu voll meinetwegen Lockbird rein. Oder so. Und wegen mir kannst du auch eigentlich drei Anti-Spells mainen, weil ist gut gegen Spiral. Dann ja. Haben sie ja viel Spell nicht. Ja. Ja. Okay. Weiteres Argument, wenn du mal gegen absolute Rogue-Decks spielst, ist auch noch gut gegen Magicians. Und ich sage bewusst Rogue-Deck, weil das ist nur das zweitbeste Deck nach Spiral und damit Rogue. Weil es unter den letzten 5%. Das ist sogar richtig, wenn man sich mal die letzten Tops anschaut, das war ein bisschen lächerlich. Andererseits, ja, gegen Trickster ist auch nicht scheiße. Andererseits, Zundik hat es bisher noch nicht getoppt. Ne? Zundik kann es auch nicht toppen, weil die hatten 100%. Mehr als 100% geht nicht. Nee, 100% hatten die auch nicht. Doch, bei der einen ist es 100%. Also von den Top 16. Ja, aber nur deswegen, weil es erstens Top 16 war und weil zweitens das unterschiedliche Plan Variationen von Zodiac und so weiter, ja. Spiral ist ja wirklich Stockliste. Ja gut, stimmt auch wieder. Also nicht Stockliste, aber halt ja, mehr oder weniger gleich. Ist ziemlich nah an Stockliste. Ein paar wenige Varianten gibt's. Zurück zu dem anyway. Deck. Zu dem Deck hier, das kriegt 11 Punkte. Die Glanztage von Satella sind schon vor einer ziemlichen Weile vorbei gewesen, aber es war immer ein Deck, was ganz nett war, weil es den Gegner halt gut abfacken konnte. Es ist kein Metadeck, aber es, ja, es kann Sachen machen. Macht Sachen, tut Dinge. Ja. Deswegen 11 Punkte, auch wenn man die Elfen ein bisschen im oberen Bereich ansiedeln kann. Mhm. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung, was wir übrigens so hier noch machen können. Die Woche war noch nicht viel da bisher. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.